So, jetzt hat es also auch den DAX erwischt und böse Zungen sagen, naja, das war jetzt nach dieser Rallye doch mal ein bisschen überfällig, aber das sind böse Zungen, auf die Sie keinesfalls hören sollten, meine Damen und Herren. Wir dürfen nicht vergessen, der DAX hat mehr als 1000 Punkte seit dem 30.12. gewonnen und das, naja, so ein bisschen aus dünner Luft, könnte man sagen. Die Wall Street hat geholfen mit ihrem Fed Pivot Rallye-Schema, das sich gestern so ein bisschen in der Luft zerschlagen hat, weil eben jetzt ein anderes Motiv im Spiel ist, das ist die Rezession. Und gestern hat der DAX sich noch vergleichsweise amüsiert angeschaut, was die Amerikaner da veranstalten. Abverkauf ja an der Wall Street, der DAX relativ konstant, aber heute hat er das nachholen müssen. Und wir wollen uns mal die Gesamtlage anschauen für den DAX und für die Wall Street und starten zunächst mal, ja, wer ist denn schuld, gell? Weil einer ist ja immer schuld, an der Inflation ist der Putin schuld, das wissen wir. Na, und heute ist jetzt die, wie heißt das, die Christine schuld, ne? Weil die hat gesagt, also na, Kurswechsel, das machen wir nicht. Wir werden weiter die Zinsen deutlich anheben in 0,5er Schritten. Es gab ja am Freitag einen Bloomberg-Bericht, der mit Berufung auf Insider gesagt hatte, naja, vielleicht im Februar jetzt nochmal 0,5, aber dann auch kleinere Zinsschritte, so wie wahrscheinlich die Fed. Aber da hat man sich richtig ins Zeug gelegt seitens der EZB. Da war gestern schon Villeroy, der Franzose, heute dann Knot, der Holländer. Und dann kam Madame Lagarde herself, die dann nochmal gesagt hat, Inflation is too high, what can we do? We have to raise rates even more. Und das hat in den Märkten nicht so wirklich gefallen. Jetzt wissen wir eins, ich habe es vorhin ja schon gesagt, ja, für die Inflation kann ja die EZB nichts, Geld, die hat ja nur die Geldmenge ein bisschen ausgeweitet, und wenn du dann ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage hast, also mehr Nachfrage als Angebot wegen Corona und dann wegen eben Ukraine-Krieg, dann hast du halt eine Inflation. Aber wir haben einen Landwirtschaftsminister, der genau weiß, woher die Inflation kommt, der sagte, die Inflation hat einen Namen, Wladimir Putin, ne? Wir können jetzt als Synonym, wenn wir über Inflation sprechen, sage ich nur noch Wladimir, ne? Weil das ist, Sie verstehen dann sofort, was gemeint ist. Also das ist natürlich, ja, der Ukraine-Krieg ist nochmal ein Treiber dieser Inflation gewesen, aber die war vorher schon längst da. Wir hatten schon Werte, die weit über 5% waren, bevor der Ukraine-Krieg überhaupt begonnen hat bei der Inflation. Aber klar, das war halt der Putin. Ja, richtig, da ist dann nochmal was oben drauf gekommen. Aber es ist eben nicht die Ursache der Inflation. Eine der Ursachen, neben der wundersamen Geldvermehrung, die die EZB und andere Notenbanken gemacht haben, ist ja, dass man die Energiepreise so ein bisschen künstlich nach oben getrieben hat. Und der böse Putin hat es noch schlimmer gemacht, gell? Weil der hat das Gas abgedreht, ne? Das macht man ja auch nicht, da konnte man ja nicht mitrechnen, ne? Und dementsprechend gab das dann eine giftige Mischung in Sachen Energiepreise. Das hat die Inflation nach oben gebracht. Aber jetzt sehen wir eben andere Effekte. Die Energiepreise, zumindest die an den Börsen gehandelten in Europa, die sind ja wieder deutlich nach unten gekommen. Aber die Inflation bleibt ein bisschen, auch wenn wir jetzt da einen leichten Rückgang haben. Und natürlich die Konjunktursorgen, das, was ich vorhin schon gesagt hatte, nämlich die Konjunktursorgen vor allem der Wall Street, die belasten. Und hier ein Analyst von Donner und Reuschel, eine Privatbank hier in Hamburg, die sagen, ja, solange die 15.000er Marke hält, ist alles gut, ist alles richtig schick. Aber hat nicht gehalten, DAX unter die 15.000er Marke gefallen. Wie gesagt, vor allem EZB-Talk, Trash-Talk könnte man sagen, und die Rezessionssorgen. Aber jetzt kommen wir mal zu einem anderen Thema beim DAX. Nämlich Philipp Immenkötter von Flossbach von Storch hat eine hochinteressante Analyse vorgelegt heute. Oder vielleicht war es gestern, aber jetzt halt kürzlich. Ne? Wonach ein Großteil aller deutschen Aktien für Anleger überhaupt keinen Mehrwert erbringt. Der Mehrwert von über 1.700 Milliarden Euro seit 2003 verteilt sich auf nur wenige Aktien. Auf welche wollen wir uns mal anschauen? Und dann sehen wir, dass das eben Aktien sind, die 12 Titel machen alleine die Hälfte des Wertzuwachses aus. Eine davon wird bald den DAX verlassen, aber, und das ist auch, denke ich, sehr, sehr wichtig, die Hälfte des Gewinns
Ja, also das, was da praktisch am Wertzuwachs geschaffen wurde, war die Ausschüttung von Dividenden, 52%, 7% über Aktienrückkäufe, also Buybacks. Das ist ja praktisch, wenn du dieses Angebot an Aktien reduzierst, hast du eine Wertsteigerung, das macht Sinn, das ist pure Mathematik, meine Damen und Herren. Und die 41% entfallen auf Kurssteigerungen. Das ist richtig gut, waren Siemens, SAP, Allianz, Mercedes, und Deutsche Telekom. Linde alleine hat ja dem DAX 1100 Punkte gebracht seit 2019 bis Ende 2022. Aber wer waren die größten Rohrkrepierer? Eine Hypo Real Estate ist klar, aber vor allem auch eine Commerzbank und eine Deutsche Bank. Die waren die größten Wertvernichter und jetzt geht wahrscheinlich Linde aus dem DAX, oder ist es sicher, dass die im März aus dem DAX gehen? Und wer kommt rein? Die Commerzbank, also einer der Wertvernichter, meine Damen und Herren. Aber es hat ja die Deutsche Bank in Zukunft eine großartige Zukunft. Insofern jetzt alles rein in Commerzbank, gell? Weil das wird ein Riesenspiel. Wir haben gesehen, dass die Dickfische, die von der Bank of America befragt werden, sehr stark sich in Europa engagiert haben und dort auch vor allem Banken gekauft haben, weil sie sagen, naja, wenn die Zinsen steigen, dann gibt es so etwas wieder wie Renditen für die Banken. Und in der Tat, sie verleihen jetzt Geld und bekommen dafür mehr Zinsen, als sie den Sparern vor allem geben. Ich hatte dazu schon ein Video gemacht. Dadurch hast du einen Margengewinn. Vorher haben die Banken vor allem das Unheil von Negativzinsen dadurch abwenden können, dass sie eben praktisch ihre Vermögenspositionen in der Bilanz aufpimpen konnten, Aktien und vor allem Immobilien. Jetzt fällt das weg oder ist nicht mehr so schick, wobei beim DAX geht es ja noch, aber vor allem bei Immobilien wird das schwieriger, aber jetzt hat man eben das Zinsgeschäft. Und wir haben hier ja so Leute wie Marcel Fratscher, die ein Geschenk für den Standort Deutschland sind. Also wem es diesen Mann nicht geben würde, müsste man ihn eher finden. Der sagt, der deutliche Rückgang der Autoverkäufe in der EU ist eine notwendige Konsequenz einer Verkehrswende und des Klimaschutzes und ein Dilemma für die deutsche Wirtschaft. Richtig, Marcello. Denn das, was wir gut konnten, waren Verbrenner, was wir so können wie alle anderen, aber die anderen billiger, das sind E-Fahrzeuge, sodass wir da natürlich einen signifikanten Wettbewerbsvorteil verlieren, so wie es aussieht, wenn dieser Trend zur E-Mobilität dann auch wirklich so weitergeht und wahrscheinlich ab 2035 dann gar keine Verbrenner mehr verkauft werden dürfen. Aber gucken wir hier mal diese Chart von Capital.com über DAX an, da sehen wir, ja, so wahnsinnig viel ist noch nicht passiert, auch wenn sich das heute für den einen oder anderen Bullen unschick angefühlt hat. Wir sind ja am Freitag war ja dieser Bericht, wonach Insider sagen, ja, die EZB wird ein bisschen langsamer machen mit den Zinsanhebungen. Da ist der DAX über die 15.200er Marke gestiegen. Jetzt sehen wir da hier so einen etwas unschönen Docht und eine vergleichsweise noch kleine Kerze, wenn wir uns mal anschauen, dass wir im Herbst, September, Oktober waren wir noch unter der Marke von 12.000 Punkten und dann kam eben dieses Goldilocks-Szenario auch beim DAX. Wow, die Energiepreise an der Börse fallen wieder. Das bedeutet, dass da keine schlimme Rezession in Deutschland kommt. Dann wollen wir auch mal Kapital umschichten wieder aus den USA nach Europa, haben sich da die amerikanischen Investoren auch gesagt. Und bums, fertig war die Rallye. Aber eins ist auch klar. Der DAX ist billiger als die Amerikaner. Hier haben wir ein Kursgewinnverhältnis von ja, über 14. Das ist ja alles noch ziemlich okay. Wenn wir uns die Amerikaner anschauen, die waren gestern vor dem leichten Rücklauf so um und bei 18, 19 um den Dreh. Und hier sehen wir mal den Buffett Indicator, was den US-Aktienmarkt betrifft. Da sind wir doch ziemlich weit weg von dem historisch ohnehin aufwärts gerichteten Trend. Wir sind eine Standardabweichung drüber, waren im Top bei 4.800 Punkten im S&P 500. Das war
Wann war das? Januar, meine ich, Januar 2021. Da waren wir genau 2 Standardabweichungen drüber. Also da waren wir über 200% des amerikanischen BIPs. Jetzt sind wir immer noch bei super günstigen 170, ungefähr 165. Warren Buffett hat gesagt, alles über 100 ist praktisch schon Blasenbildung. Aber auch der Warren Buffett ist eine böse Zunge, meine Damen und Herren. Und andere böse Zungen erzählen böse Geschichten und sagen, oh, Rezession könnte kommen, nachdem die US-Konjunkturdaten so miserabel ausgefallen sind in letzter Zeit. Das war heute auch wieder das dominante Motiv, warum sich die Wall Street nicht so wirklich erholen konnte. Man verweist hier zum Beispiel auf den für die Wirtschaft so wichtigen Konsum in den USA. Hier mal den 2-Monats-Rückgang bei den Einzelhandelsumsätzen in den USA. Die waren ja nicht nur im letzten Monat gefallen, sondern davor auch schon in dem Monat, also im Vormonat. Das ist schon ein ziemlicher Rückgang und faktisch ist es ja eben auch so, dass die Amerikaner ihre gestiegenen Kosten nur durch die Aufnahme neuer Kreditkartenschulden finanzieren können. Die Kreditkartenschulden sind mit knapp 20% durchschnittlich verzinst. Es ist richtig teuer und irgendwann kann der Konsument nicht mehr. Er kann sich kein Haus mehr leisten, er kann sich die gestiegenen Zinsen nicht mehr leisten. Und jetzt kommt noch einer daher, der Jamie Dimon, der wahrscheinlich der wichtigste Privatbanker der Welt, der sagt, ja, also die Zinsen werden über 5% steigen, weil da gibt es immer noch a lot of underlying inflation. Also der Jamie sagt, zumindest offiziell, er rechnet mit weiter steigenden Zinsen und ein Grund könnte dafür sein, warum auch die Fed jetzt erstmal natürlich nicht so schnell umsteuert, wie die Märkte das gehofft haben, dass wir praktisch nur einen Wechsel hatten von einer Inflation, die vor allem im Güterbereich der Fall war, hin zu einer Inflation, die sich dann eben schlichtweg verschoben hat in den Servicebereich. Wir sehen, dass jetzt ja schon wieder Rohstoffe gestiegen sind, Ölpreis wieder steigt, also vielleicht kriegen wir dann auch wieder eine Güterpreisinflation. Aber das ist eben der Punkt. Hier haben wir heute Collins gehabt, der von der Fed, die eher im dovischen Camp unterwegs ist. Die sagt, ja, wir werden sehr wahrscheinlich die Zinsen über 5% anheben und dann dort eine Zeit belassen. Das ist ja der Standardsprech, aber sie spricht sich zumindest für kleinere Zinsanhebungen aus, also 0,25%. Und wir haben heute wieder Daten gehabt, Immobilienmarktdaten. Naja, erwartbar schwach, könnte man sagen. Philly Fed ein Ticken besser als befürchtet, aber nach wie vor negativ mit einem Minus vor dem Komma. Aber wir haben vor allem Erstanträge stark gesehen, wieder unter 200.000. Und das ist ein Problem für die Fed, denn solange der Arbeitsmarkt robust ist, solange besteht die Gefahr von Lohnpreiseffekten, Lohnpreisspiralen, also dass die Arbeitnehmer, die knapp sind offenkundig in den USA, eben dann mehr Löhne haben wollen. Hier sehen wir mal die Entwicklung der Erstanträge und der Folgeanträge, also der Continuing Claims, und die gehen jetzt wieder nach unten, sind historisch niedrig, muss man sagen. Das ist genau das große Problem, weswegen dann nach den Erstanträgen vor allem die Märkte heute wieder ein bisschen verschnupft reagiert haben. Und das, was der von mir sehr geschätzte Josh Brown gestern Abend gesagt hat bei CNBC eben, und das hatte ich heute Morgen auch so ein Stück weit thematisiert, ja, die Märkte reagieren jetzt auf schlechte Nachrichten negativ. Das ist ein neues Muster, vorher waren schlechte Nachrichten, gute Nachrichten. Jetzt hat sich das Ganze verschoben. That tells you, fear the Fed is not the story this year. Also es ist jetzt gar nicht mehr vielleicht so die Fed, die das ganz, ganz große Thema ist. Dennoch haben wir jede Menge Widersprüche am Markt, wie wir hier in diesem Tweet sehen. Also die Fed gehen runter, als wäre der Fed-Pivot gecancelt. Naja, den hat es vielleicht nie gegeben. Bonds sind raufgegangen, respektive der Rendite dann gefallen, als würde die Fed schon Zinsen senken, was sie ja bekanntlich nicht macht. Crude Oil, also der Ölpreis, ist gestiegen, obwohl wir jetzt massive Rezessionssorgen haben. Gold ist auch gestiegen, als hätten wir schon eine dicke Rezession und der VIX war 21. Naja gut, das ist halt gar nichts, gell? Das ist praktisch unrelevant. Und hier sehen wir, was vielleicht jetzt bald relevant werden könnte. Das sind einjährige CDS, also Credit Default Swaps für amerikanische Staatsanleihen. Heute hat das Treasury, also das Finanzministerium, gesagt, man würde jetzt Extraordinary Measures einleiten, damit man erstmal dieses Erreichen der Schuldengrenze irgendwie improvisiert ein bisschen weiter dealen kann. Jedenfalls sehen wir, dass da die Märkte so langsam ein bisschen nervös werden, also diese Kreditausfallversicherungsraten deutlich nach oben gehen. Heute noch wichtig, Beginn der Tech-Berichtssaison, könnte man sagen, mit Netflix. Da haben wir eine kurze Vorschau auch auf Finanzmarktwelt mal reingepackt. Netflix ist jetzt fast schon wieder auf Augenhöhe mit Disney, die es ja auch ganz schön erwischt hat in letzter Zeit.
Also darauf wird zu achten sein, heute nachbörslich. Und abschließend, meine Damen und Herren, noch zwei Empfehlungen. Eben das, was die Frau Lagarde gesagt hat in Sachen Inflation. Wenn du lange pennst, musst du nachher umso wachsamer sein, könnte man ihr zurufen in Sachen Inflation. Und jetzt haben wir vor allem auch ein neues Motiv. China, das wird jetzt immer mehr im Bewusstsein der Köpfe offenkundig verankert, dass natürlich eine Eröffnung von China letztendlich auch wieder inflationstreibende Wirkung hat. Das hatte ich gestern kurz thematisiert. Und wenn Sie wissen wollen, wie es weitergeht beim DAX und bei den Indizes insgesamt, dann empfehle ich das Video von Rüdiger Born. Also zwei Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.